Hey Jungs und Mädels, herzlich willkommen bei Mr. Waller. Heute fischen wir die zweite Nacht zusammen im Hochwasser. Das Treibholz ist endlich weg, der Schaum ist weg. Wir fischen heute im Bereich mit mehr Bums. Sehr interessantes Video, bleibt dran. So, ihr seht Hochwasser, also es ist ziemlich Bums drauf, gell, auf der Strömung. Hier fischen wir jetzt, ihr seht es ja, so kleines Kehrwasser an. Ihr habt ja gesehen, die Strömung pfeift außen vorbei. Und hier dreht das Wasser zurück. Und dann bleiben wir hier wirklich genau auf der Strömungsfahne mit so einer Schwimmmontage. In dem Kehrwasser ist es 6 Meter tief, dieser ganze Bereich. Ich habe das Ganze auf 3 Meter eingestellt. Habe hier vorne dran so ein Stonefly von uns. Als Köder verwende ich eine Meeresche. Ich zeige euch das ganz kurz. Ihr seht, ein Stonefly, Wirbel. Und dann als Köder Meeresche. So, ihr seht hier, das ist wieder so ein typisches Steilufer. Die Montage hängt wirklich Mitte in den Bäumen. Mitte in den Bäumen, da wo sich auf der natürliche Art und Weise immer auch der Köder aufhält. Das bringt nichts, wenn ich da außen fische. Ich muss in den Bäumen fischen. So, ihr seht, als Köder habe ich hier eine schöne große Praxe drauf. Gell? Einzelhake Drilling-Montage, ein schweres Blei. So Spoonblei vorgeschaltet, das ist optimal. So, hier seht ihr auch wieder das ganze System, gell? Vorfach, Spoonblei und dann als Köder hier Forelle, noch einmal so 50 cm Luft genau auf der Strömungsfahne, vom ruhigen Wasser zum tieferen Uferbereich hin, optimal. Ihr seht ja da diese Schlut, das ist ein Kanal, der ist im Moment ganz, ganz still, ihr seht, das Wasser steht. Aber der Fluss wird heute Nacht nochmal 50 cm steigen ungefähr. Und dann kriegen wir heute Abend so gegen 10 Uhr eine ganz andere Dynamik hier vorne auf diese Montage, die wir jetzt haben. Ich habe gesehen, jetzt ist da im Moment richtig Bums drauf. Und wenn später das Wasser 50 cm steigt und es kommt von diesem Kanal Strömung dazu und dann wird dieses ganze Eck da vorne quasi abgeschnitten. Dann ist die Strömung fast weg, ganz ruhig. Und das ist dann die Zeit, wo wir wahrscheinlich einen richtig, richtig dicken Fisch fangen. Hoffen wir's. Ihr seht es ja da, die Bäume stehen so 2 Meter unter Wasser ungefähr und da kommt richtig schön die Strömung durch. Im vorderen Bereich fängt der Naturufer an und wenn wir jetzt gerade mal davor schauen, da sehen wir schon die Montage hängen und da könnt ihr auch wirklich erkennen, wie nah wieder das die Montage am Ufer ist. Ja, die ist wirklich direkt am Gras, weil hier sehen wir ja, im vorderen Bereich fängt das Ufer wieder an. Hier, dieser ganze Bereich ist Inselbereich und wenn die Fische jetzt auf der anderen Seite in diesem Kanal am Ufer entlang laufen, dann ist das hier quasi die erste Stelle, wo sie die Möglichkeit haben, in den Fluss reinzukommen. Und deswegen ist es so ein Schlüsselpunkt, eine ganz, ganz wichtige Route für heute Nacht ist das. Falls wir heute Nacht noch einen großen Fisch drauf kriegen, dann melde ich mich noch einmal, damit ihr auch den Drill und den Fisch seht. Wenn wir aber wieder nur kleine fangen, so wie gestern, dann tue ich mal diese ganze Filmerei nachts mit dem Licht und so einfach nicht mehr an. Gell? Hoffentlich sehen wir uns später nochmal. So Jungs, ich habe gesagt, wenn was Dickeres kommt, dann melde ich mich noch einmal. Ich glaube, das ist was Dickeres. Oh nee, oder? Freunde, ihr seht, so groß wie ich eigentlich gedacht habe, ist er leider nicht, gell? Ah! So, da ist er, die Ratz. Können wir gleich wieder ziehen. Buongiorno, tutti. Ihr seht, morgendliche Stimmung. Es ist jetzt halt keine Ahnung. Vielleicht 5:30, 6 Uhr morgens. Ich war die ganze Nacht im Schlauchboot.
Ein großer Fisch ist leider keiner gekommen. Wir haben insgesamt wieder 5 Fische gehabt. Bei einem habe ich mich ein bisschen verschätzt, da habe ich im Anschlag gedacht, okay, das ist ein guter, schwerer Fisch. Sofort ein Schlauchboot hinterher. Hab da eben gesehen, war dann aber doch nur ein kleiner Fisch, der einfach stramm in der Strömung stand, aber in dem Moment, in dem ich Anschlag habe. Aber lieber kleinen Fisch als keinen Fisch. Gell? Ich habe jetzt eben gerade noch mal eine Montage kontrolliert bzw. nachgesetzt. Jetzt schauen wir, angeln wir noch ein bisschen in den Tag rein, hoffen, dass vielleicht noch 1-2 Fische gehen. Vielleicht fressen ja die großen Fische jetzt wirklich heute Morgen. Hoffen wir, das werden wir sehen. Ich hab noch zumindest 4 Fische. Also das Montageset heute Morgen hat sich doch noch gelohnt. Es ist ein schönerer Fisch jetzt. Hat lange gekämpft, lange drauf gewartet, auf die Route gesetzt. Aber Ende gut, alles gut. Was macht man denn alles für die Fans? Alex, es ist kalt. Es ist so kalt. Ich kann nicht rein. Nee, ich kann nicht rein. Naja, also Jungs, ihr seht, ich hab mich gerade eine Idee, ich kann doch nicht für den Fisch ins Wasser, gell? Das ist nämlich saugeil. Mein Schwanz ist echt nicht groß. Oh nein, das macht ihr nein. Da ist er voll immer böse, gell, der Eule, Alter. Alle Po-Indianer. Aber kaltes Wasser ist nichts für warm Duscher. Warum? 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 Bleibst aber da, Alter. Jetzt geh ich nicht. Das wäre jetzt der Kauderwest. Nicht nass, Fisch weg. So, Freunde, ihr seht, Carsten und Maike das Glücksfisch hat Hotkli gebracht. Es hat sich wirklich gelohnt, dass ich jetzt die letzten 2 Nächte die Rute nachgesetzt habe und nachgesetzt habe und nachgesetzt habe. Und habe wieder gedacht, wir angeln nur im Kindergarten. Und jetzt plötzlich, dann heute Morgen um 8, kommt noch diese Mutti. Alles cool. Ich darf jetzt sofort wieder gehen. Gell? Echt, der ist topfit. Ihr werdet es auf dem Video sehen, da war noch ganz kurz im Boot. Alles super. So, Freunde der Sonne, es geht weiter. Ich habe hier meinen Freund Michel dabei. Das ist ein italienischer Kumpel von mir, kenne ich schon seit einigen Jahren. Und jetzt haben wir den nächsten starken Fisch am Band. Bin ich mal gespannt. Wir fahren jetzt über den Fisch. Ihr hört es ja, die HR20 hat eine super große Übersetzung. Aber da ist echt Strömung drauf. Wir pumpen uns jetzt zum Fisch, dass wir den Kontakt nicht verlieren. Und wenn wir über dem Fisch sind, und dann geht's los. Wir sind jetzt über dem Fisch. Minimum. 40 mit Sicherheit.
Also ihr seht, wie die Route krumm ist. 2,40 geht vielleicht auf die 2,50 zu. Genau wegen deiner Fische sind wir hier. So Jungs, seht ihr das Ding, ich muss kurz abbrechen, muss das Teil hoch, oder? So, ihr seht, Schlauchboot ist extra voll. Wie gesagt, ein Fisch, weit über 2,50. Jetzt schauen wir mal am Ufer, genau, von dem machen wir ein paar schöne Bilder. Das ist, glaube ich, Michel sein PB. El Novo Record, personalmente. Okay? Allora, abbiamo fatto il nostro lavoro. Perfekt. So, das ist der Fisch von gerade eben, 2,54 Meter lang. Ihr seht, super gut genährt. Die Fische sind in der Laich. Überall schon bis Abdrücke. Gell? Auf der anderen Seite hat er schon eine blutige Stelle. Hinter am Schweif sieht man es ganz gut, dass da wirklich direkt raue Fläche drin sind. Also die Fische waren schon in der Laich. Jetzt durch den Wasseranstieg sind sie noch, haben sie mal abgebrochen. Mega geil, würde ich sagen, oder? Super, perfekt. So, da seht ihr den Fisch noch mal in ganzer Länge, 2,54 Meter. Machen wir noch ein Handybild für die Michelle und dann lassen wir das Ding ziehen. Ciao, Bello. Schön, ein Täschchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like für das Video da, abonniert meinen Kanal Mr. Waller, so seid ihr immer dabei bei dem, was als nächstes passiert. Wer von euch sein Tackle gerne online kauft, der kann das natürlich bei uns im ZEGFISHING Online-Shop machen. Einfach im Aktionscode den Namen Eule eingeben und dann bekommt ihr auf eure Bestellung noch einmal ein geiles Gratis-Gadget von der Firma ZEGFISHING auf eure Bestellung oben mit drauf. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Tackle und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Viel Spaß, ciao!